Hallo und herzlich willkommen zum Audiorezept für gratinierte Jakobsmuscheln. Wer seinen Lebenspartner einmal mit einer besonderen Vorspeise überraschen will, für den ist die gratinierte Jakobsmuschel genau das Richtige. Eine wunderbare Vorspeise, die Lust auf das ganze Menü macht. Für zwei Personen werden folgende Zutaten benötigt: Ein 100 Gramm Parmesan am Stück. Maracuja. Vier ausgelöste Jakobsmuscheln, Schikorisch staude ein Teelöffel Zucker, ein Teelöffel Olivenöl, Orange, zwei Toastbrotscheiben, frisch gemahlener, weißer oder schwarzer Pfeffer, Meersalz oder grobes Salz aus der Mühle. Folgende Utensilien werden benötigt. Beschichtete Pfanne, zwei Ausstechformen, Backpapier, Backblech, Schüssel, Zubereitung. Parmesan. 80 Gramm Parmesan reiben, eine Pfanne mit Backpapier auslegen, die Ausstechformen in die Pfanne geben und den Parmesan in die Formen geben. Die Pfanne erhitzen, den Käse schön braun werden lassen, den Käse aus der Pfanne nehmen und abkühlen lassen. Muscheln. Den Grill des Backofens vorheizen. Die Maracuja halbieren und mit einem Löffel das Fruchtfleisch aus der Frucht nehmen. Die Jakobsmuscheln waschen, trocknen und mit Salz und buntem Pfeffer würzen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Die Jakobsmuscheln auf das Backblech geben. Alle Muscheln mit etwas Fruchtfleisch von der Maracuja bedecken. Etwa die Hälfte der Maracuja verwenden. 20 Gramm Parmesan über die Muscheln reiben. Das Blech auf mittlerer Schiene in den Ofen geben und 10 Minuten überbacken. Chicorée die Chicorée waschen, putzen und trocknen. Den Wurzelansatz aus der Schikoré herausschneiden. Die Blätter der Schikoré in Streifen schneiden. Öl in eine Schüssel geben. Das restliche Fruchtfleisch der Maracuja hinzugeben. Dazu kommt Zucker und Salz und alles muss gut vermischt werden. Die Chicorée dazu dazugeben und etwas ziehen lassen. Die Orange sorgfältig schälen, dass nicht von der weißen Haut mehr übrig ist. Die Orange filetieren. Die Orangenfilets in den Chicorée-Salat geben und vorsichtig vermischen. Anrichten ist gleich. Die Toasts toasten, die Toasts in je zwei diagonale Dreiecke schneiden, die Jakobsmuscheln auf Teller anrichten, das Toast und die Käsestücke dazu anrichten, auf einem anderen Teller den Chicorée-Salat anrichten. Als Beilagen eignen sich. Dazu passt auf jeden Fall ein Glas Champagner. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!